Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Atomic Heart. Weiter geht's mit einer kleinen neuen Aufnahmesession. Ich will endlich mal durch dieses Testgelände. Wir sind im nächsten Testgelände, Testgelände 8 müsste das diesmal sein. Und wir wollen uns dieses Testgelände in dieser Folge mal vorknüpfen und dann vielleicht dann noch mal ein bisschen dort oben beim Rechenzentrum spazieren gehen, damit wir endlich mal auch mit der Hauptmission weiterkommen, denn die steht ja jetzt schon seit ein paar Folgen an. Und wenn wir es schaffen, dann bin ich sehr froh in dieser Folge. Gucken wir mal. Ich muss erst mal schauen, wo sind wir denn überhaupt? Gerade eben, ich werde jetzt doch wahrscheinlich nur diese eine Folge aufnehmen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber ich habe mir gedacht, komm, setze dich mal hin und wir machen das heute mal. Aber erstmal setzen wir uns hier hin und gucken, was da so in den Schränken und so rumliegt. Denn das lasse ich definitiv nicht liegen. Da ist bestimmt gutes Zeug dabei. Und vielleicht, wenn ich da unten mal schaue, sollten wir vielleicht unser Inventar ganz kurz mal anpassen. Nee, komm, das machen wir irgendwann mal später. Ganz ehrlich, wir werden da unten ja nicht so viel schießen. Hoffe ich zumindest. Das wird spannend bleiben. Wo sind wir denn hergekommen? Waren wir hier bei der Halbnackten? Nee. Oder doch? Na gut, da hinten gibt es noch was zum Looten. Ich habe keine Ahnung, wo wir hergekommen sind. Ach, hier ist der Aufzug. Alles klar, hier ist der Aufzug. Hier bin ich lang spaziert. Genau, genau, genau. Da ist der Speicherpunkt. Was gibt's denn dann hier? Das erste Rätsel auf jeden Fall. Alles klar. Na gut, dann gucken wir uns erstmal natürlich dort um, wo wir nicht weiterkommen. Hier waren wir gerade eben. Passt, passt, passt. Die Plakate kennen wir mittlerweile auch schon alle. Also ich glaube, da gibt es nur sehr, sehr wenige, die wir noch nicht kennengelernt haben. Das da ist nichts Wichtiges. Alles klar. Aber dafür gibt es hier ganz schön viel wichtiges Zeug. Loot, 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 Loot. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen lootgeil unterwegs. Da freue ich mich natürlich doppelt und dreifach, wenn ich so einen Raum sehe. Hier sind nur ein paar Akten. Nichts Wichtiges für uns. So, sehr schön. Hallo? Geht das auch auf? Angeblich ja. Ach, es fliegt einfach durch das andere durch. Ne? Das geht natürlich auch. Entschuldigung. Da fliegen einfach mal die Regale oder die Schubladen durch die andere durch. Überhaupt kein Problem. Hier gibt es aber nichts mehr. Die sind versperrt, leider Gottes. Und das bleibt auch so. Na gut, und sonst gibt es da nichts mehr. Der ist auch ziemlich gelangweilig. Gelangweilt. Naja. Hoppla. Das war mein Plan. Fehlt ja auch die Rübe. So, und sonst gibt es ja auch nichts mehr. Nochmal ganz kurz gucken, gibt es hier noch irgendwas zum Looten? Wir haben zwar mittlerweile so viele Ressourcen, aber ich will trotzdem nichts dalassen von diesem Loot. Können wir eigentlich wieder nach oben fahren? Tatsächlich, cool. Hätte ich nicht gedacht. Wir würden hier wieder raufkommen. Und weißt du, was wir jetzt machen, falls wir da gleich krepieren sollten? Wir speichern. Dann haben wir nämlich alles, was es hier an Loot gibt, zumindest schon mal eingesteckt. Und müssen das jetzt hier nicht doppelt und dreifach machen. Sollten wir drauf gehen. Und ich glaube, nachdem ich die Dinger hier schon wieder sehe, plus minus, es geht hier direkt los. Seismische Tests sind nötig, um die Haltbarkeit von Gebäuden und deren Material während eines Erdbebens zu ermitteln. Mhm. Diese Tests werden mit Hilfe einer speziellen Vibrationsplattform durchgeführt, die seismische Erschütterungen auf sowjetischem Boden simuliert. Die Resultate gewährleisten die Sicherheit aller Sowjetbürger in Gebäuden, die von Anlage 3826 konzipiert wurden. Und sind seismische Aktivitäten auf Sowjetboden anders als seismische Aktivitäten in Amerika beispielsweise? Oh, ach du Scheiße, das bin ich ja fast erschlagen jetzt, hoppla. Mann, scheiß Husten, der geht irgendwie überhaupt nie weg. Eieieiei. Ich will mal was probieren. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ansonsten müssen wir vielleicht hier raufklettern, keine Ahnung. Aber ich probiere es mal. Oh, funktioniert. Cool. Na gut, das ist aber gar nicht mal so leicht, hier durchzukommen. Aha. Sollen wir es mal probieren? Ich weiß zwar nicht, wie viel das bringt. Alter Falter. So, aber was machen wir denn hier jetzt? Kommen wir jetzt hier vorbei? Ich denke mal eher nicht, oder? Nee. Scheiße. Und das können wir auch nicht tun. Fuck. Na, das ist ja ein bisschen doof jetzt. Ob das die richtige Methode war? Ich habe null Schimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut war. Was ist, wenn ich jetzt... Achso, ich kann ja jetzt nicht. Scheiße. Höh! Na, vielleicht war das doch gar nicht mal so schlecht. Na gut, das ist ja nur die große Frage, wie wir hier raufkommen sollen. Ich sag's euch, Freunde. Ich sag's euch. Das war wohl nicht unbedingt das Ziel des Ganzen. Scheiße. Na, das war definitiv nicht Sinn und Zweck. Nee. Jetzt stehen wir hier gerade komplett falsch. Nee, das kann so nicht stimmen. Aber wo soll man denn als nächstes hin, sag mal? Boah, das ist ein bisschen schwieriger, dieses Rätsel hier. Das ist ein bisschen sehr schwierig. Hoppla. Aha. Tja. Ich habe keinen Schimmer. Also noch nicht. Der kommt hoffentlich bald, aber noch habe ich keinen Schimmer. Oder müssen wir hier lang? Also, so irgendwie? Aber das ist doch viel zu... Au, viel zu weit. Okay, dieses Rätsel ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als die Rätsel, die wir bisher gehabt haben. Habe ich so das dumpfe Gefühl gerade. Aber wir probieren es nochmal. Ich gebe so schnell nicht auf. Definitiv nicht. Kann ich vielleicht den hier machen? Ah, das funktioniert tatsächlich. Cool. So, aber jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Denn hier geht's ja nicht weiter. Und runter geht's auch nicht. Hä? Warte mal, das geht vielleicht. Ha! Ah. Na, das musst du halt erstmal wissen, dass es da hinten einen Weg gibt. Alter Falter. Ha! Au. Und was ist das jetzt hier? Ein Balanceakt oder wie? Ich glaube, ich spinne. Wo sind wir denn hier reingeraten, bitte schön, Freunde? Was bewegt sich denn hier jetzt? Okay, da hinten wird sich alles bewegen. So, ich glaube, wir sind durch. Supi. Was passiert jetzt? Okay, da geht die Wand wieder runter. Na gut, das hat wenig Sinn. Cool. Ich glaube, das war's tatsächlich. Also, ob das jetzt der Weg ist, der vorgegeben ist, oder ob ich da jetzt irgendwie einen zweiten gefunden habe, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat's funktioniert. Und da sehe ich direkt mal die bronzene Kiste. Super. Na, das klappt ja supi. Wie am Schnürchen. So, der Raum ist immer wieder derselbe, den müssen wir uns gar nicht anschauen. Ich glaube, der ist wirklich 24 Mal hier reingehauen worden. Und zwar jeweils 3 Mal in diesen verschiedenen Gegenden, in diesen verschiedenen Testgeländen. Was ist das? Ist das mal wieder der Amerikaner, der hier Medaillen ausstellt und die Russen wehren sich oder sowas? Ich weiß es nicht. Der Dollar kommt. Da ist ja sehr viel Anti-Amerika-Propaganda hier auf den Wänden zu finden. Wie beispielsweise auch hier. Nur sehen wir da nicht, was das übersetzt heißt, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen schade. Aber in diesen Testgeländen sehen wir das selten, was das übersetzt heißt. So, ganz kurz mal gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, da vorne würden die nächsten Dinge leuchten. Wo geht's... Ach du Scheiße, wo geht's denn da hin? Was ist denn da los? Das sind Wasserbecken gefüllt mit diesen komischen Dummies. Von oben rinnt das Wasser rein. Mittlerweile steht da unten noch alles unter Wasser. Und da schwimmen diese Attrappen, diese Puppenattrappen rum. Da unten ist keine Attrappe, sondern eine Leiche. Da ist noch eine. Aha. Was wurden hier wieder getestet? Das kann ja wohl nicht mit seismischen Aktivitäten zu tun haben hier. Na, sehr interessant.
Hier kommen wir auch nicht rein. Ich glaube, die Fotos, die Plakate da drüben kennen wir auch nicht. Aber wird natürlich leider Gottes auch nicht übersetzt. Die Bilder sind immer wieder dieselben, die wir hier sehen. Auch hier tröpfelt schon rein. Ja, ziemlich undicht hier, dieses Testgelände. Undicht. Erinnert mich ein bisschen an mich. So. Immerhin, es gibt hier Loot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und zwar ganz schön viel. Das freut mich natürlich. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Supi. Und da drüben geht's direkt weiter. Mhm. So, das war's. Das wurde hier schon mal gelootet, so wie es aussieht. Da drüben gibt's noch eine Kiste. Sehr gut. Auch hier gibt's noch was. Ein Aktenkoffer, ein kleiner. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein paar Teile sind hier auch noch drin. Sehr schön, sehr schön. Auch hier tröpfelt es mittlerweile schon rein. Wo haben die denn das da hingebaut, sag mal? Sind wir irgendwo unter Wasser oder sowas? Wir sind ja irrsinnig weit mit dem Aufzug nach unten gefahren. Also wer weiß, wo wir hier mittlerweile sind. Sonst gibt es da nichts mehr. Und die große Frage ist, wo geht's denn hier auch weiter? Hier ist eine Tür, die ist zu. Da drüben ist eigentlich auch nur diese Find-mich-Box. Hä? Oder müssen wir tatsächlich da nach unten? Na, vielleicht schon. Aber was soll man denn hier machen? Boah, Freunde, ich bin komplett überfragt. Habe ich hier einen Weg übersehen, den wir noch gehen können? Hier geht's nicht durch. Und hier geht's auch nirgendwo hin. Da ist keine weitere Tür. Aber wie kommen wir denn da rein? Hui. Das ist ein bisschen größeres Becken. Und das sieht auch nicht mehr aus, als würde das lange halten. Da springt schon die Scheibe. Hm. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ach so, ich bin ja doof. Hier geht's nach unten. Das hätten wir vielleicht mal rausfinden sollen. Ja, hier geht's nämlich weiter. Alles klar, Freunde. Okay, sorry, 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 sorry. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, da hinten sieht's aus, als würde es da Loot geben. Und hier sieht's aus, als würde es da weitergehen. Alles klar, wo sind wir denn hier wieder? Nummer 6. Irgendein riesiges Silo. Und leider Gottes wird nicht mal das hier übersetzt, was in dem Deckel drin steht. Das ist ja schade. Auch hier liegt wieder so ein Dummy neben den paar LKWs. Wo zum Teufel sind wir hier denn wieder reingeraten? Oh, Speicherpunkt. Sehr schön. Da gerate ich gerne rein. Danke dafür. Mhm. Spiel gespeichert. Und egal wo wir sind, überall fließt das Wasser hier aus den Wänden. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns hier nicht ein bisschen sputen, stehen wir bald selbst komplett unter Wasser und da saufen hier möglicherweise auch noch. Wo kommen denn all die Fische her, sag mal? Ja, wohl nicht unbedingt aus der Leitung. So, die Kiste schnappen wir uns nochmal ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind. Und sonst gibt es da eh nichts. Die Tür geht nicht auf, der LKW wird auch nirgendwo hinfahren. Sehr interessant. Also so viel Wasser hatten wir bis jetzt noch im kleinen Testgelände, glaube ich. Sind da entweder einfach nur die Leitungen schlecht gewartet und alle schon kaputt? Oder saufen wir da wirklich bald, wenn wir nicht aufpassen? Na, hoffentlich nicht. Auch da drin sieht es ziemlich nass aus. Tja, was soll man dazu sagen? Auch der Maschinenraum steht mittlerweile unter Wasser. Man sieht das hier ganz gut. Überall steht das Wasser. Wobei, diese Maschinen haben wir sogar schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht wo, vielleicht war es im Babilow-Komplex, wo auch alles unter Wasser stand und ich gesagt habe, was passiert hier denn? Mhm. Ah, und jetzt sind wir in dem Raum von gerade eben. Dienen zur Ermittlung der hydraulischen Eigenschaften diverser Polymertypen und Klassen. Die Tests finden in verschiedenen operativen Phasen statt, bei denen Notfälle und Gegenmaßnahmen simuliert werden. In dieser Werkstatt ist die Simulation einer Polymerüberflutung zu sehen. Modulwohneinheiten werden in rotes Polymer getaucht, um die Auswirkungen auf das Gebäudematerial und die Testpuppeninsassen zu studieren.
Cool, also die haben hier Tests durchgeführt, wie widerstandsfähig das Polymer wahrscheinlich ist, wenn es überflutet wird, wenn ein gewisser Ort oder eine gewisse Region überflutet wird. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Aber was heißt das für uns? Wird jetzt hier gleich der Raum geflutet und wir müssen vielleicht da oben abhauen oder so? Was passiert denn hier gleich? Und was ist das für eine Kapsel? Ist das eine Rettungskapsel? Die sieht sehr modern aus. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Na, zum Glück sind die easy zu killen. Wo ist der fliegende Scheißdreck? Da. Boah, zum Glück sind die easy zum Killen. Das freut mich sehr. Sollen wir mal ganz kurz gucken, wo sind die nächsten? Oh Gott, das Ding da drin dreht sich ja schon. Ich habe ein bisschen Bammel, dass hier gleich alles unter Wasser steht, wenn ich ehrlich bin. Da hinten ist noch irgendein Flugobjekt. Eieieiei. Was ist das denn hier für ein cooles Ding eigentlich? Okay, ich weiß nicht, wo der da rumflattert. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Hört mal nach. Sicher ist sicher. Oh, da oben ist doch eine Kiste. Da sind überall diese coolen Dinger. Was sind denn das für Sachen? Rettungskapseln? Irgendwelche Schwimmkapseln? Ich weiß es gar nicht. Groß sind sie ja nicht aus. Also viele Leute passen da definitiv nicht rein. Aber die sind hier durch den ganzen Raum verstreut. Und so ein Ding schwimmt da drin. Aha. Ah, da bist du ja. Oh Gott. Ich glaube, das war's noch nicht. Hat getroffen, cool. Okay, geht's hier nur darum, die Leute zu bekämpfen oder warten wir einfach nur darauf, bis der hier die Mauer durchbricht und hier alles unter Wasser steht? Vielleicht ja um beides. Ruhig ist es geworden. Was machen wir hier in diesem Raum? Und wie zum Teufel kommen wir denn da oben hin? Zu dieser... Ach so, hier ist die Kiste. Hoppla. Na gut, das ist easy, dahin zu kommen. Na, das ist wirklich easy, dahin zu kommen. Dankeschön. Das habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So, boings, boings. Da drüben ist noch irgendwas. Alles klar. Wir gehen mal langsam den Raum ab. Ich will hier gar nicht zu schnell durchgehen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir zu schnell werden, dann tauchen hier nur umso mehr Feinde auf. Ich würde liebend gerne wissen, was das hier für Dinger sind. Irgendwelche Tauchroboter möglicherweise, wo man Tiefen erreichen kann, die normalerweise kein Mensch aushält? Was steht denn da drauf? Myra? Weil das ist natürlich auf Kyrillisch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Aha, irgendwas. Gut, da geht's definitiv nicht rauf. Hier genauso wenig. Na, wobei, vielleicht geht's doch hier nach oben. Und hier wird's auch irgendwo nach unten gehen. Interessant, wo geht's denn da hin? Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Oh je, Mini. Da unten wäre auch irgendein... Irgendeine weitere Tür, aber die lässt sich natürlich auch nicht öffnen. Super. Na, super, 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 super. So, kurz mal die restlichen Teile einsammeln, wenn es was zum Einsammeln gibt. Jo. Sehr gut. Okay, da oben ist die Tür offen. Tatsächlich. Cool. Da oben ist die Tür offen. So schnell ist der Weg frei, anscheinend für den nächsten Raum. Wobei ich immer noch nicht weiß, was das jetzt hier sein soll.
Da sind Fische drin, da sind eben wieder diese Dummies drin, diese Attrappen, um hier irgendwas zu testen mal wieder. So wie es aussieht, sind hier sogar kleine Delfine drin, cool. Aber wozu das Ganze und warum bewegt sich das Ding? Und warum ist das Glas hier auf dieser Seite so beschädigt? Ich habe eigentlich gedacht, es geht hier darum, selbst irgendwie Teil des Tests zu werden. Das Leben in der Überflutung. Aber kannst du wirklich eine Überflutung mit Dummies testen? Ich meine, wenn jetzt hier wirklich tatsächlich alles überflutet wird, dann reagiert ja jeder Mensch anders. Ist ja nicht so, dass es da ein... dass es da ein Prozedere gibt. Achtung, der Raum wird geflutet. Wie musst du jetzt reagieren? Da reagiert jeder so, dass er sein Leben rettet. Ob es da ein Protokoll gibt oder nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Also, so würde ich es zumindest tun. So, mal gucken, wie wir da wieder hinkommen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich da hinten irgendwie hinspringen. Warte mal ganz kurz. Ja, das war definitiv nicht so gut. Aha, supi. Aha. Okay, das funktioniert nicht so wie geplant. Aber vielleicht muss es das auch gar nicht. Sehr gut. Gut, so viel zu, wir müssen da nach oben springen. Naja, also dieser Raum ist ziemlich nichtssagend, muss ich zugeben. Es liegen überall an den, am Boden und hier an den Wänden hängen überall diese komischen Dinger rum. Guck mal, die haben sogar Räder, manche davon. Da drin bewegt sich eins permanent gegen die Wand. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal die Wand durchbricht und hier der Raum geflutet wird oder was hier getestet wird, abgesehen von Überflutung eben. Aber wozu dienen diese Geräte? Was hat es mit den Dummies auf sich? Warum schweben manche da oben irgendwie und tun gerade so, als wären sie im Schwimmbad und würden ihre Längen schwimmen? Der andere ist schon am Boden. Es ist ja ein sehr mysteriöser Raum. Aber ich höre auf jeden Fall schon die nächste Kiste. Das heißt, wir sind hier tatsächlich fertig. Ah, hier ist sie. Fast wäre ich vorbeigelaufen. So, danke dafür. Was gibt's denn hier Schönes? Für den Dominator etwas. Super. Und noch für den Fuchs. Leichte Titanklinge. Cool. Sag ich definitiv nicht nein dazu. Oh, warte mal. Wo kommt denn das hier her? Ui. Na, guck mal an. Der Raum sieht mal anders aus. Aha. Na, das ist ja mal was Neues. Tatsächlich. Die Zeichnung ist nicht hier, die sonst immer da ist. Und da steht eine riesen Kabeltrommel. Kabeltrommel ohne Kabel. Ich finde die Dinger so süß. Na gut, geh mal wieder. Sonst gibt es da nichts zu sehen, außer die irrsinnig geile Deckenbeleuchtung. So, mal schauen, was steht als nächstes an? Wahrscheinlich das nächste Rätsel. Wir haben die silberne Kiste mittlerweile gefunden. Das heißt, es ist nur noch ein Rätsel bis zur goldenen Kiste. Das ging bis jetzt wirklich ganz schön easy. Aber ich würde mal stark behaupten, das wird nicht für immer so bleiben. Nochmal einen Speicherpunkt. Den gönnen wir uns gleich mal. So, und dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Darunter möchte ich nicht unbedingt, da müssen wir nämlich schwimmen lernen. Und ob das möglich ist, ist eine andere Frage. Weiß ich gar nicht. Aber ich bin ein Riesenfan von diesen Deckenleuchten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Uiuiuiui, wo geht's denn dahin? Was ist das denn hier für ein Raum? Ach du meine Güte, da unten steht ein riesiges U-Boot. Rüsten sich die hier für einen Krieg? Was ist hier denn los? Ach du meine Güte, da sind dieselben Dinge von gerade eben. Und da unten ist ein riesiges U-Boot, das irgendwie ein bisschen militärisch aussieht, wenn du mich fragst. Guck mal, das sind diese Polymerbehälter. Wie klein die sind im Gegensatz zu dem Boot. Wow. Ich glaube, da runterfallen, das werden wir nicht überleben. Da helfen uns die Noromid-Kapseln auch nichts. Holla, die Waldfee, die Dinger kennen wir, glaube ich, schon. Da sind wieder diese Kapseln. Manche drehen sich von den Gefährten hier. Es sieht ein bisschen aus wie die militärische Anlage hier, muss ich zugeben. So, wo geht's hin? Müssen wir da rüber? Ja, da gibt's auf jeden Fall was zum Holen. Na, probieren wir mal den Spaß. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, ob das was wird. Noch sieht's gut aus. Boah, wie weit jetzt da runtergehen? Ich muss mal nach unten gucken. Uiuiui, da bekomme ich ein bisschen Höhenangst.
worauf bereiten sich die vor? Bereiten sich die tatsächlich vor, andere Planeten zu bevölkern oder bereiten die sich irgendwie vor, die Welt zu erobern? Denn der Kreuzer da unten, das sieht mir definitiv militärisch aus. Natürlich, Abschreckung, kalter Krieg und so, vielleicht findet der auch hier statt. Aber wir haben ja so kriegsmäßig jetzt noch nicht wirklich viel in dem Spiel mitbekommen. Abgesehen davon, dass jeder Roboter anscheinend eine Kriegsmethodik eingebaut hat und sich sehr schnell dieser Methodik hinwenden kann. Sehr interessant. Sehr, 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 sehr interessant. Upsi. Tja, so geht's uns. Platsch. Und irgendwann platschen wir da unten auf. Hoffentlich nicht allzu bald. So sind wir jetzt richtig? Ich hoff's. Oh. Oh. Da war mal die silberne Kiste. Also, früher irgendwann mal. Warum hat denn der blaue Hände eigentlich? Das haben wir ja noch nie gesehen. Guck mal, da fehlt die Kiste. Aha. Dieses Ding da, wie wurde es genannt? Perpetuum mobile oder sowas? Ist hier, aber die Kiste ist nicht da. Steht einer daneben, aber das ist nicht die goldene, die wir brauchen. Interessant, jetzt sind wir übrigens wieder im normalen Raum mit dem Hexenhäuschen. Mit dem Haustier von der Omi. Ach du Scheiße. Ich vermute mal, hier geht's weiter, deswegen gehe ich mal da nach hinten. Oh. Na, da sage ich nicht nein. Hallo. So. Ich habe keine Ahnung, in welchem Testgelände wir uns hier befinden, Freunde. Aber das ist definitiv eins von einer anderen Sorte. So viel ist schon mal klar. So, hier gibt es nur noch diesen einen Schrank und das war's dann. Ah, cool. Uiuiui. Wir kommen zumindest ein bisschen weiter nach unten, habe ich das Gefühl. Wobei so easy nicht weit, jetzt auch nicht unbedingt, aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier nicht lang, sondern eher durchs Polymer schwimmen da drüben. Das sieht ein bisschen tödlich aus, wenn wir da jetzt erstmal 15 Meter in die Tiefe fallen. Ich glaube nicht, dass das gut enden wird, denn wir sind ja hier nicht in Crisis oder so, wo wir den super Kampfanzug anhaben, sondern wir sind hier in Atomic Heart, wo wir überhaupt nichts anhaben. Also hoffentlich schon, wir laufen hoffentlich nicht nackt rum, aber weißt du schon. Wir haben zwar gute Waffen, aber wir haben keinen Kampfanzug oder so. Wenn wir fallen, fallen wir. So, und durchs Polymer schwimmen, das kennen wir ja schon. Aha. Ah, durch die lila Strahlen, sage ich schon, durch die blauen Strahlen kommt man durch, ohne Schaden zu nehmen. Cool. Gut, hier gibt es uns nichts mehr. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal. Was macht man damit? Ist eine gute Frage. Okay, die droppen alle in diesen Polymer da unten, so wie es aussieht. Die blauen Strahlen, wie gesagt, machen uns keinen Schaden. Sonst ist hier nur ein kleiner Lagerraum, wieder mit den Plus-Minus-Tafeln, mit den Magneten da hinten. Das Polymer könnte man theoretisch wieder nach oben schwimmen. Und die Kerzen fallen von da oben raus und wir können die sogar berühren, wenn wir wollen. Hat's einen Sinn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keinen Plan B. Au. Und wir haben ein volles Haus. Aha. Na, immerhin. Oh, da können wir die Tür öffnen. Hallo? War das alles? Jetzt war's alles. So, so, jetzt gibt's da nichts mehr. Ein kleiner Überwachungsraum ist hier. Wieder ein paar Kartons. Sieht aus wie ein Archiv. Und ich glaube, ich weiß schon, worauf das hinauslaufen wird hier. Supi, das funktioniert immer gut. Nämlich überhaupt nicht. So, ich glaube, wir müssen da einfach nur 5 von diesen Kerzen reinstecken. Und das war's dann. Deswegen droppen diese Bälle.
Ja, das hat wenig Sinn. Hallo? Deswegen droppen diese Bällchen hier runter. Weil wir die Kerzen alle da oben einheften müssen. Hallo? Kann ich mal so leicht die zu schnappen? So, Nummer 4 und einer noch. Und dann sollten wir die Tür aufbekommen. Theoretisch, wie es in der Praxis aussieht, wird lustig werden. So. Und einmal. Hier. Alle 5 drin. Und dann drücken wir mal. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das Wasser hier reinkommt und wir tatsächlich geflutet werden. Aha. Gut, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Warte mal. Wenn das funktioniert. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Hä? Wie sollen wir denn so schnell da durch? Aha. Super. Und jetzt habe ich sogar den hier beschädigt. Funktioniert das so schnell, dass ich da so schnell durchkomme? Na, haut tatsächlich hin. Cool. Ah. Und schön langsam nähern wir uns den Boden der Tatsachen. Guck mal einer an. Und lustigerweise können wir sogar durch unser cooles... Wie nennt man diese Ansicht eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Durchsicht? Röntgenblick? Wie nennt man das denn? Wir können auf jeden Fall durchs Wasser gucken. Wir sehen mal, wie groß dieses U-Boot wirklich ist. Und es ist tatsächlich riesig. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, aber dieses Boot ist riesig. Warum haben die sowas? Dient das nur der Abschreckung? Oder haben die wirklich vor, hier einen Krieg zu führen? Nochmal ein Speicherpunkt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier tatsächlich schon fertig sind. Oder ob da noch was kommt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind ja noch nicht so ganz fertig. Da wird noch was kommen. Für die Dance-Musik. Na gut, da ist nur der Speicherraum. Das war's dann. Wo geht's hier oben hin? Ah, da muss auch eine Kerze rein. Alles klar. Ach du Scheiße, ich glaube, das wird dir noch zum Jump'n'Run. Ach, das ist supi. Da drüben ist die Kerze. Na, herzlichen Glückwunsch. Dort drüben steht die Kerze rum. Genau auf der anderen Seite. Ein Parcours. Den haben wir hier vor uns. Na gut, das ist aber leichter als gedacht. Das ist definitiv leichter als gedacht. Alles klar. Aber vielleicht ist ja das nur der Beginn des Ganzen. Hoppla. So, jetzt kommt dieses Ding hier an. Was passiert in diesem Raum? Da unten steht ein riesiges Kampf-U-Boot. Mit dem Ding hier bewegen wir plötzlich irgendwie hier die Geräte da oben. Da hängt so ein Beluga. Das sieht aus wie ein modernes Flugzeug. Hier ist ein Parcours aufgebaut. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier und was machen wir hier? Sollen wir nach unten? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Sollen wir nach unten? Oh Gott. Hallo? Hallo? Nein! Hallo! Nein! Er backt fest! Na super. Was macht denn jetzt? Scheiße, ich glaube, wir müssen neu laden. Okay, der backt ein bisschen gerade. Okay, das ist eh von gerade eben das Gespeicherte. Heieieiei. Also so ein verstricktes Rätsel hat man bis jetzt, glaube ich, überhaupt noch nicht. Ist aber natürlich interessant, muss man schon zugeben. Das gefällt mir schon. Wo man ein bisschen nachdenken muss. Also abgesehen von den Rätseln, die wir bis jetzt schon kennen. Und da muss man ja auch nachdenken. So, also erstmal die Kerze holen. Das ist easy. Die ist irgendwo da oben.
Oder steckt die mittlerweile schon drin? Nee. Und dann könnte man es ja anders machen. Hallo? Achso. Dann könnten wir es ja anders machen. Wir geben die Kerze jetzt mal dort oben rein. Und dann speichern wir nochmal. Falls wir nämlich jetzt nochmal gleich darauf gehen sollten oder hängen bleiben oder whatever. Dann ist zumindest dieser Fortschritt mal gespeichert. So. So, und dann probieren wir den Spaß nochmal. Nach unten kann ich nicht. Ach du Scheiße. Was machen wir denn hier? Ich glaube, ich spinne, Freunde. Ich glaube, ich spinne. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Ein riesiger Parcours hier. Was sollen die denn hier testen? Unsere Fähigkeiten? Und jetzt sag mir nicht, dieser Parcours dient einfach nur, um diese Kiste zu erreichen. Oder müssen wir da drüben weiter? Okay, vielleicht müssen wir hier drüben weiter. Oh Gott, bei jedem Sprung habe ich Schiss, dass wir hier gleich am Erdboden landen. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier, wo wir theoretisch wieder was mit der Kerze anfangen können. Ah, vielleicht muss die sogar wieder zurück. Ah, na das habe ich ja gar nicht gesehen, dass sich das Teil da bewegt. Aha! So. Ja, und jetzt? Fahren wir wieder zurück mit dem Ding, oder wie? Na, ich bin ja gespannt, ob das richtig war. Danke. Scheiße. Okay, die Kerze ist wieder da oben, warum auch immer. Die respawnt dort wahrscheinlich. Aber wenn die dort respawnt, dann brauchen wir die ja wahrscheinlich für irgendwas noch. Aber wofür? Kann ich die vielleicht hier liegen lassen? Bleibt die hier? Nee, die rollt irgendwie weg. Oder müssen wir die noch irgendwo reinschießen? Ich wüsste halt nicht wo. Nein! Ich will jetzt hier nicht nach unten fliegen, denn ich habe ein bisschen Bammel, wenn wir jetzt hier runterfliegen, dass wir dann wieder am Anfang stehen. Toll. Scheiße. Nein! Bleib ja hier. Weil es kann natürlich sein, dass wir hier hin müssen, aber wie soll man denn da hinkommen? Wie soll man denn da hinkommen? Ach so, hier kann man sich auch dran halten. Aha! Na, das wusste ich ja nicht. Komm auch drum rum? Nee. Ach du Scheiße, Freunde. Na, das musst du halt auch erstmal wissen. Na, holla, die Waldfee. Huh. Au.
Okay, jetzt stehen wir hier. Hör mal, du gehst mir immer noch auf den Sack. Alter. Aber davon abgesehen möchte ich mich bei dir bedanken. Du bist recht nützlich. Alleine Gott hätte ich hier den Verstand verloren. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Kein Scheiß? Natürlich. Du bist meine Batterie. Ah, mir kommen gleich die Tränen. Gehen wir lieber weiter, Genosse Major. Na, wo geht's denn hier jetzt wieder hin? Was ist das denn jetzt wieder für ein Ding hier? Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, da sollte man nicht unbedingt nach oben. So, definitiv mal einen Speicherpunkt. Den hole ich mir aber hundertprozentig mal. Das war mal ein richtiger Parcours da drin. Also, dass man auf den kleinen Dingern hier klettern kann. Na gut, das wusste ich ja nicht. Dann hätten wir das Ganze ja gleich ganz anders angehen können. Interessant, ein richtiger Parcours. Cool. War aber cool, das mal zu erleben, was man in dem Spiel alles so drauf hat. So, ich glaube, das sind ja die Dinger, wo die Roboter, also die Fake-Roboter, die Attrappen drin sind. Mhm, gespeichert haben wir. Was steht hier? Kein Schimmer. Genauso wenig hier, 352AB. Ah, das ist wieder so ein Architektenzimmer hier, wahrscheinlich, wo bei jeder Staffelei dasselbe draufsteht. Wir waren ja schon mal kürzlich in so einem Teil, in so einem Raum. Achso, die sind überhaupt leer. Also, manche davon. Na, das kennen wir auf jeden Fall schon. Ja, es sind dieselben Zeichnungen wie beim letzten Mal, genau. Alles klar. Na gut, auch die haben wir uns sogar schon angesehen. So, da drüben ist noch ein bisschen was. So. Der Raum ist clear. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie es sie wieder an die Oberfläche geht. Und ich hoffe mal nicht, dass wir das Ganze hier nach oben klettern müssen. Speichere da. Ach so, oh, das fährt mit uns nach oben. Oh, statt dem Aufzug machen wir das Ganze einfach so. Na, warum auch nicht? Warum auch nicht? Deckel drauf, tatsächlich, das war's. Cool, super. Aber wo kommen wir denn hier jetzt hin? Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Oh Gott, nein. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, 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 nein. Oh fuck, oh mio. Können wir denn auch ein bisschen schocken? Nimmt der Schaden? Ich habe keinen Schimmer. Oh Gott. Au. Er brennt zumindest. Auch wenn das wahrscheinlich nicht wirklich viel heißt, aber er brennt zumindest. Wo ist er? Au. Scheiße. Au. Boah, voll den Stein auf dem Schädel. Au. Das gibt's ja nicht. Ja, nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Ist der zweite hin? Natürlich nicht. Jetzt aber, Gott sei Dank, der erste wäre weg. Hallo! Hui! Und der zweite auch. Cool! Das geht ja sogar einfacher als gedacht. Supi! Gebt mir eure Innereien. Deswegen bin ich hier. Schön, schön, schön. Warum kommen wir denn genau hier raus? Sag mal, mitten in diesem Gebiet. Ich meine, da oben haben wir es nicht so weit.
Zumindest dort, wo wir noch ein bisschen looten wollen, denn das wollten wir ja noch, bevor wir dort reingehen zur nächsten Hauptmission und uns ein bisschen die Umgebung anschauen. Aber dass plötzlich zwei Belliages direkt vor uns stehen, das war nicht mein Plan. Und wir kommen hier jetzt wieder raus? Da hinten? Ist das hier eine Arena oder was ist denn das hier? Mal ein bisschen eine blöde Arena, ziemlich unaufgeräumt das Ganze. Da dreht der durch. Ein paar LKWs stehen hier rum. Oder ist das einfach so ein Liefergebiet? Ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn hier wieder hin? Okay, definitiv nicht in die Oberfläche, so wie es aussieht. Wobei, kommen wir hier rein. Oh, na vielleicht geht's ja doch an die Oberfläche hier. Cool. Super. Wir wollten uns sowieso noch ein bisschen umschauen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was gibt's denn hier hinten noch? Da hinten haben wir zum Beispiel eine Kamera. Da würde ich mich liebend gerne auch mal umschauen. Beim Testgelände waren wir schon. Das haben wir abgefrühstückt. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Hauptstraße hier nach unten, dann vielleicht mal diesen Weg hier nach oben, dann hier zurück und dann mal da nach hinten. Und dann hätten wir, glaube ich, alles erkundet, was es hier, hier so zu erkunden gibt. Denn das würde ich natürlich liebend gerne machen. Na, supi! Hat da nicht lange gedauert, bis die wissen, dass ich da bin. Wissen die, dass ich da bin? Die wissen, dass ich da bin. Wo ist dein scheiß Knopf? Au, du Arschloch. Und tschüss. Das funktioniert so auch. Jo. Okay, die Maschine ist schon wieder repariert. Alles klar, aber das war's noch nicht. Da kommen noch ein paar andere Gestalten. Was willst du denn? Na, der hat ja... Ist ja sehr überzeugt von sich selbst. Nein, das war nicht mein Plan. Wurscht. Muss jetzt herhalten. Ja. Hast du mich? Natürlich hasst er mich. So, was ist hier los? Hoffentlich nicht allzu viel. Hallo, ganz bestimmt nicht. So, schnell mal rein hier. Und ganz kurz mal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Sollen wir unser Inventar aufräumen? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit dafür, oder? Das machen wir dann mal anders. Der baut das Ding wirklich fertig. Okay, schnell mal weg. Hier gibt es noch irgendwas zu holen. Abgesehen von den Paaren. Weil wir stehen direkt neben dem Schwarm. Also wir brauchen uns hier gar nicht irgendwie groß was vorstellen, dass wir hier was tun können. Guck mal, der da hinten ist auch schon wieder aufgebaut. Aber da gibt es noch so viele Kisten, die ich mir gerne mitnehmen würde. Und der guckt uns gerade sowieso nicht an. Na dann, schnell, schnell, schnell. Was ist das hier für ein Ding? Das sind diese Generatoren, die wir eingeschalten haben. Aber ich weiß immer noch nicht, warum. Und was uns die gebracht haben. Haben die den Strom da oben wieder angestellt? Da würden wir theoretisch auch draufkommen. Aua! Scheiße, der lebt wieder. Autsch. Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Aber der gibt keine Ruhe. Der will noch mal sterben. Der gibt keine Ruhe. Na, dann stirb halt noch mal. Autsch. Wo ist er denn? So, und jetzt sind wir wirklich weg hier. Denn wir haben da drüben sowieso schon wieder die nächsten Feinde. Guck mal, sogar im Garten stehen die schon rum. Hat uns der? Hat uns der? Hat uns der? Natürlich hat er uns. Der Wichser. Ah, hier. Elektrisier dich, als gäbe es keinen Morgen mehr. So, ich hau mir mal ein Medikit rein und dann machen wir das mal so. Supi, 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 supi. Oh, wir kommen ja gar nicht rein in das Haus. Na, schade. Und ich habe gedacht, wir finden jetzt da den voll geilen Loot, aber da gibt es nicht mal Einrichtung. Guck mal, da wächst das Gras schon im Haus.
So lange war da schon keine mehr. Zumindest da oben gibt's was. Da drüben bewegt sich schon wieder irgendein Ding. Haben die das jetzt schon wieder aufgebaut? Ich weiß es nicht. Ah, da hinten bewegt sich das. Aber was ist es, ist die Frage. Na gut, das ist eh einer von den normalen. Den bekommen wir ja easy weg. Super, schnell weg hier, bevor die anderen kommen. Ach du Scheiße, guck mal hier oben wieder. Einfach keine Ruhe, da fliegen die nächsten nämlich rum, die Raketeneulen. Na, herzlichen Glückwunsch. Egal wo wir sind, wir haben einfach keine Ruhe von denen. Und hier, guck mal, da wurden die angeliefert von den Hummeln. Da wurden Reserven und Reserven und Reserven und Reserven und Reserven angeliefert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wow. Ich will gar nicht wissen, was da drin alles auf uns wartet. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ich meine, bei denen hier jetzt nicht unbedingt. Na toll. Ja, guck mal, das funktioniert ja easy. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Nee, da drin gibt es doch irrsinnig viel zu holen. Ich glaube, wir haben nun mal gespeichert. Kann das sein? Ich müsste mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Natürlich wieder ein paar Leichen am Boden. Natürlich wieder ein paar LKWs hier. Okay, wir müssen aber definitiv bald unser Inventar auf Vordermann bringen, habe ich das Gefühl. Nein! Hui, der hat mich nicht gesehen. Gott sei Dank, das ist nämlich der mit Schlagstock. Das ist definitiv einer von der härteren Sorte. Und gute Nacht, mein Freund. Loot, loot, loot. Da oben ist noch mehr. Einmal, zweimal, dreimal. Supi. So, ich höre eine Kamera irgendwo. Sind wir jetzt hier eigentlich schon wieder da vorne? Ich gucke mal ganz kurz auf der Karte. Sind wir jetzt wieder hier? Tatsächlich, da waren wir nämlich. Den Weg sind wir schon lang spaziert. Da müssten wir jetzt einmal hier lang. Und dann hier nach unten. Und dann irgendwie hier hinten rein. Und dann da nach hinten gucken. Okay, das ist eine Durchsage da oben, so wie es aussieht. So. Warte mal, kurz mal speichern. Und weißt du was, wenn wir schon mal hier sind? Speichere da. Bitte Vorgang auswählen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, bitte Vorgang auswählen. Was haben wir denn hier? Lager. Uiuiui, da sind alle Medikits weg. Was ist denn da passiert? Einmal, zweimal. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Da können wir mal einiges verkaufen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das. Hallo? Aha. Die Kalaschnikow-Patronen sind mit dem hier markiert. Ja, warum auch immer. Ach so, die waren übereinander gelagert. Na, auch interessant. So, das kommt man da hinten hin. Beziehungsweise, ja, da hinten geht auch. So, und dann. Demolieren. 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 Und demolieren. So, Kalaschnikow-Patronen. Einmal, zweimal, dreimal. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Inventar spackt gerade ein bisschen rum. Guck mal, da oben ist auch eine Neuromed-Kapsel, warum auch immer. Wir haben ja eigentlich das hier. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Spack gerade ein bisschen. Wir hatten mehr Plätze, als wir eigentlich haben sollten. Okay, dann brauchen wir einmal, zweimal, dreimal die hier und zwei von den großen Dingern. So, dann sortieren wir die mal da oben wieder dran. Dann haben wir noch zwei von denen. Dann bräuchten wir, nee, guck mal, noch eine von denen. Alles klar, dann kommt die nach unten und hier rein. Dann bräuchten wir theoretisch noch eine von den kleinen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das passt auch, wenn wir es ohne die versuchen.
Und die 18 Schuss hier nehmen wir uns auch nochmal mit. Da haben wir gar nicht mal so viel Zeug dabei. Naja, wir verwenden ja auch immer wieder ganz schön viel. So, Verbesserung gucken wir uns dann später mal an. Ich würde nämlich gerne heute in dieser Folge nochmal das zumindest fertig bekommen. Für die Verbesserungen haben wir beim nächsten Mal natürlich auch noch Zeit. Ui, was läuft denn hier schon wieder rum? Ach du Scheiße. Ist das der richtige Weg hier überhaupt? Wir müssen irgendwo querfeldein. Ja, es ist sogar tatsächlich fast der richtige Weg. Vielleicht haut das tatsächlich hin. So, einmal du. Einmal du. Nochmal du. Was ist mit dem los? Und nochmal du. Nein, stopp, stopp. So, da kommen zwar schon wieder die Dinger und wollen das reparieren, aber ich gehe schnell mal weg. Warte mal, wir sollten uns zumindest die Dinger mal holen hier. Einmal, zweimal. Ja, du hast mir ja gerade noch gefehlt. So, zumindest den Loot hätten wir mal eingesteckt. Das ist das Wichtigste bei dem Ganzen. Und dann sollen die einfach nochmal hergestellt werden. Mir soll es recht sein. Hauptsache, wir haben die Umgebung mal gesehen. Das war's dann auch. So. Und da ist der nächste Schwarm. Na, herzlichen Glückwunsch. Ui. Ist das jetzt dieser Bereich mittendrin? Das ist dieser Bereich mittendrin. Alles klar, dann müssen wir hier nochmal zurück und dann da hinten lang. Aha. Na, was willst du denn? Du bist ja ein Einfacher. Hier, du gehst ja so schon drauf. Toll, auch hier kommen die Dinger schon. Der nimmt wirklich die ganze Zeit Schaden. Super. Ah, da könnten wir nochmal auf die Kameras zugreifen, wenn wir wollen. Aber das hat jetzt keinen Sinn mehr, denn wir haben uns ja schon alles eröffnet, was wir öffnen müssen. Nein. Weg. Böser Pschila, böser Pschila. Sicher nicht reparieren hier. Ganz bestimmt nicht, mein Freundchen. Ganz bestimmt nicht. So, schnell mal noch die LKWs looten. Da drüben kann da nicht viel sein. Hier genauso wenig, aber da hinten ist noch irgendwas. Und dann können die ruhig wieder repariert werden. Hier soll es recht sein. Hauptsache, wir haben die Gegend mal gesehen. Hauptsache, wir haben alles mitgenommen, was es hier zum Mitnehmen gibt. Oh je. Oh, das war ja leicht. Schön, cool. Und gleich der nächste. Hahaha. Super, das funktioniert ja easy. Oh oh. So, der ist eigentlich auch easy. Weil der hält definitiv relativ wenig aus und der war schon mal tot. Alles klar, dann schnell weg hier. Ja, der ist gegen einen Baumstamm gefahren, auch interessant. Das ist wieder so ein komischer LKW, der mit Leichen beladen worden ist. Von denen haben wir auch schon einige gesehen mittlerweile. Und das ist was, was ein bisschen zum Nachdenken bringt. Denn der Umsturz hier, dass die Roboter alles übernommen haben, das ging ja von jetzt auf gleich. Das hat da keine Vorlaufzeit gehabt von ein paar Tagen oder sowas. Das ging ja von jetzt auf gleich. Warum dann diese Leichen-LKWs? Wer hat denn hier die Zeit gehabt, die Leichen zu sammeln und sie irgendwo hin zu befördern? Wenn da sofort der Umsturz kam. Und das ist nicht der erste Leichen-LKW, den wir hier gefunden haben. Da gibt es schon einige davon. Also das muss ich ehrlich gesagt sagen, gibt mir ein bisschen zu denken. So, ich glaube, dem Weg wollte man nochmal folgen. Nämlich da nach hinten, um zu gucken, was dort so alles noch rumsteht. Und dann könnten wir uns theoretisch tatsächlich auf die Hauptmission fokussieren. Denn dann haben wir uns hier, denke ich mal, das Gebiet zu Genüge angesehen. Ja, das ist ja richtig friedlich hier. Guck mal, da zwitschern die Vögel. Natürlich, ja, meine Map-Begrenzung, aber da war ja sowieso nur außer Stein nicht viel gesehen. Wo laufen wir denn da hin, sag mal? Tut mir das auch weh? Nee. Okay, das ist auf jeden Fall so mal wieder so ein Fliegenpilz.
Aha, und die Dreierpatrouille treibt sich ja auch rum. Na, Glückwunsch. Viererpatrouille sogar. Na, mal gucken, ob das Ding da gut. Na gut, viel aushalten sollten die jetzt nicht mehr. Super! Und das Ganze ohne einen Schuss abzugeben. Geil! Okay, da sind noch zwei. Ich weiß nicht genau, was wir hier entdecken, aber es sind welche mit Schlagstock. Also die sollten wir uns definitiv mal vornehmen. Okay, da kommen die Pschieder schon zum Reparieren. Na, Glückwunsch. Stirb doch mal ein bisschen. So ist recht. Huch. Was ist hier denn los? Ach, der lebt wieder. Und nicht nur der. Sondern alle von der Sorte. Na, Glückwunsch. Da hast du ein paar Sekunden Zeit und schon stehen die wieder. Na, herzlichen Glückwunsch. So, schnell mal weg hier, denn ich habe das Gefühl, die nächsten Pschelas kommen gleich wieder. Oh, da gibt es noch was. Ui, den haben wir ja komplett entzweit. Schön. So, wo sind wir denn jetzt hier, bitte schön? Da gibt es auf jeden Fall mal wieder einen Speicherpunkt. Das freut mich. Und das ist auch ein bisschen anders angerundet. Da steht nämlich das hier drin. Ja, hier sieht alles gleich aus mit dem Bildschirm und so. Und da unten war ja die Kampfarena von gerade eben. Ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt ein bisschen zu weit vorgehen, dann fallen wir auch wieder zurück rein. Ah, da liegen sogar noch die Belliages da hinten. Cool. So, die Pschenas sind schon wieder hier. Das heißt, ich gehe hier schnell mal. Sind wir jetzt hier schon am Ende angekommen oder wo müssen wir denn jetzt hin? Sag mal, da hinten gibt es noch was theoretisch. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir dort so finden. Denn das muss ja jetzt schon irgendwas Spannendes sein. Oh je. Wow, der war ja easy tot. Gut so, würde ich auch so sehen. Mittlerweile können wir sogar die schon irrsinnig leicht erledigen, das freut mich. Okay, jetzt kommen die zum Reparieren raus. Das heißt, schnell mal weg hier, alles mitnehmen und weg. Ab geht die Post. Denn hier wird schon wieder alles hergestellt. Nee, 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 nicht mit mir. Also es gab hier eigentlich nicht wirklich viel zu entdecken. Ein bisschen Loot gibt's hier noch, aber den Großteil haben wir mittlerweile sowieso schon mitgenommen. Dann werden wir nochmal ganz kurz hier eine kleine Speicherrunde einlegen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, damit das Spiel zumindest weiß, falls wir jetzt draufgehen sollten, wir haben alles mitgenommen, was es hier so gibt. Und dann können wir uns jetzt tatsächlich noch ein bisschen um die Hauptmission kümmern, auch wenn wir jetzt schon eine Stunde am Konto haben. Aber dass wir uns auch ein bisschen wieder um die Hauptmission kümmern, denn wir waren jetzt so lange, so weit irgendwo. Da können wir... Na toll, hier ist ja noch alles versperrt. Wo geht's denn da hin? Ah! Das kennen wir ja noch gar nicht, das Gebiet hier. Guck mal! Mhm. Hier geht's wieder rein. Ich hoffe, die sind noch alle tot. Und wir haben uns hier ja schon umgesehen beim letzten Mal. Da müssen wir jetzt nämlich nur hier rein. Was ist das denn für ein Rätsel? Ach so, das ist der Keks, den wir gefunden haben. Ah. Ich wollte gerade sagen, bitte lass es nicht das mit den Farben sein. So, na easy. Das ist eine Geheimtür, also ganz ehrlich. Da hättest du ja gleich offen bleiben können.
Wen haben wir denn da? Scheiße. Du hast ihn getötet. Das ist genug, Victor. So viel Tod. Ich hab ihn K.O. geschlagen. Er ist nur bewusstlos. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob Sedler im Gemüt die Pfeil und Schleuder des wütenden Geschicks erdulden oder durch Widerstand sie enden. Nein, das ist alles falsch, falsch. Ich bin anderer Meinung. Tut mir leid, Larissa, aber ich verstehe das nicht. Er hat alles ruiniert und du... Ich bin Ärztin. Heute sind genug Leute gestorben. Leute, Larissa! Er ist ein Tier, ein Kampfhund! Wenn Sechenov es befiehlt, geht er jedem an die Kehle. Victor, er ist gefesselt. Er bekommt eine Behandlung und dann gehen wir. Aber wohin? Niemand holt uns. Und dieser Idiot hat unseren Fluchtplan vereitelt. Ich weiß. Uns fällt schon was ein. Das bezweifle ich. Lasst mich einfach gehen und ich verspreche, ich mache es kurz und schmerzlos. Sechenovs Hund kann also reden. Kaum ist er wieder bei Bewusstsein, droht er uns auch schon. Ja, ich drohe dir. Wie viele Menschen haben deine Roboter ohne Vorwarnung abgeschlachtet? Ha, Petrov? 2000? Das 3000? War nicht Victors Schuld. Ha. Es war eine lokale Störung. Mhm. Eine lokale Störung? Und warum hat dein Liebster dann nicht einen einzigen Kratzer, ha? Wovon redest du? Ist das nicht klar? Erst war Vilov, dann das WDNH. Die Roboter greifen jeden an, außer euch beide. Wie kann das sein, wenn ihr sie nicht kontrolliert? Victor? Du hast gesagt, du hast nichts damit zu tun. Und du hast ihm geglaubt? Welchen Scheiß hat dieser Typ dir denn noch erzählt? Oh Mann. Victor! Ich hatte keine Wahl. Eine einfache Störung hätte nichts geändert. Warum du? Warum ich? Du selbst hast gesagt, die Welt könnte untergehen. Nein, fass mich nicht an. Du hast dir also wirklich nichts gesagt? Großer Fehler. Hey, was soll das? Larissa, warte! Larissa! Nichts kann dich mehr retten, Arschloch. P3 an Chelomei. Petrov ist entkommen. Schon wieder. Du genießt es anscheinend, den Mann zu jagen, Nechayev. Petrov darf den Start von Kollektiv nicht hintertreiben. Finde den Verbrecher sofort. Na, guck mal einer an, wer hier du wieder den von Zauberer den Toten auferstanden Genosse ist. Major. Ach was, geh mir nicht auf den Sack, okay? Viktor Petrov lebt wieder. Was war denn das denn für eine Persönlichkeit, die wir dann da getroffen haben, beziehungsweise welcher Körper war das denn, den wir gefunden haben im Wawilow-Komplex? Wir dachten ja, das ist Viktor Petrov, ohne Kopf, getötet von seinen eigenen Robotern. Aber anscheinend ist das doch nicht der Fall, denn Viktor Petrov lebt, so wie es aussieht, und der ist quieklebendig. Genauso wie Larissa, genauso wie Sechenov und genauso wie viele andere, die hier das Sagen haben. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, habe zwar meine Facecam ausgemacht, aber ich musste im Hintergrund ein bisschen schmunzeln, als er gesagt hat, tja, die Roboter killen hier tausende von Menschen überall, im Wawilow-Komplex, im WDNH, überall sterben die Leute dahin. Und komischerweise, die zwei gehen ohne Kratzer von Ort zu Ort. Aber wie wir ja bekanntlicherweise wissen, nicht nur die beiden
sondern auch ein gewisser jemand auch. Ein Herr Setschenow, der ja gerade die gesamte Führungsriege der Partei eliminiert hat, denn die waren ja gerade eben auch noch hier beim WDNH, wollten mal sehen, was hier so tatsächlich los ist, und ganz plötzlicherweise sind schwer Bewaffnete, und zwar nicht einer, sondern ein Dutzend davon, gemeinsam mit Herrn Molotow, dem Leiter der Partei, draufgegangen. Und wer hat keinen Kratzer abbekommen? Herr Setschenow. Der kann sich also mit Herrn Petrov hier definitiv die Hand geben, denn die sind irgendwie alle, warum auch immer, von diesem Angriff außen vor genommen. Wie viele Kratzer wir schon genommen haben, ich will es gar nicht zählen. Wir haben die Medikits gefressen, als wären sie Bonbons. Aber wir müssen mal wieder Herrn Petrov finden, wo auch immer er jetzt ist. Die Show muss weitergehen. Und ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo ist denn jetzt unser nächster Ort, den wir besuchen wollen? Oder wissen wir das noch gar nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht wieder, dass da Testgelände dazwischen sind, die wir erstmal einnehmen müssen. Keine Ahnung, vielleicht schon. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier raus. Sind da jetzt noch welche? Nee. Gelesen haben wir das hier, glaube ich, schon in der letzten Runde. Ich würde ganz kurz mal da nach hinten spazieren. Denn da gibt es nämlich auch noch eine Biene, habe ich gesehen. Und die würde ich mir natürlich liebend gerne gönnen. Abgesehen von dem Loot, der hier noch so rumliegt. Den schnappen wir uns natürlich auch gleich mal. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das da ist auch Loot. Na, hier gibt's Loot. So, mhm. Und da gibt es noch ein bisschen Loot. Da gibt es sogar noch eine Birne. Na, Glückwunsch. So. Na, bitteschön. Immerhin, das Loot hat sich mal gelohnt. Die kleine Kommandozentrale. Und ich vermute mal, das war so die Schaltzentrale von dieser Arena. Oder was auch immer das da unten sein soll. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, als noch alles gut war. Abgesehen von, weiß ich nicht, umgebaut oder sowas. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Sieht ein bisschen nach Arena aus. Ist es aber natürlich nicht. Im Normalfall. So, und ich würde mal sagen, wir gucken uns nochmal an, was hier so geschrieben steht in den Birnen. Zumindest nochmal am Schluss dieser Folge. Es wurden Daten übermittelt. Aber welche? Alle Datenübertragungskanäle. Kanäle unterbrechen, Übermittlung unterbrochen. Aber was bringt das? Aktualisierung? Der Kollektivknotenpunkt erwartet eine Aktualisierung am 13. Juni 1955. Das System wirklich aktualisieren und neu starten? Aktion nicht möglich. Zurück ins Menü. Aktion nicht möglich. Okay, na gut, da können wir überhaupt nichts tun. Alles klar, ich dachte, wir starten jetzt Kollektiv 2.0 oder sowas. Na, gucken wir mal, was hier ist. Entwurf Anfrage zur Hütte vom 4. Juni 1955 von W. Sommer, dem Leiter für sichere Kommunikation, an Herrn Setschenow höchstpersönlich. Na, schau mal einer an. Der Generaldirektor der Anlage 3826, Genosse Setschenow. Ich habe Notow bereits gefragt, aber er sagte, ich solle mit dir reden. Er sagt, es sei deine Entscheidung. Es geht um Genossin Muravjova. Die Interferenzen, die ihre Hütte erzeugt, übersteigen selbst die der stärksten Stationen. Falls es sich um eine geheime Einrichtung handelt, die als ärmliche Hütte getarnt ist, sag es mir bitte, damit ich das entsprechend vermerken kann. Falls sie alleine handelt, rate ich dringend dazu, ihr das Handwerk zu legen, denn die Interferenzen machen die Überwachung vollkommen unmöglich. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name von Oma Sina war, möglicherweise ja Muravjova, aber ich glaube, es geht hier um ihr Hexenhaus. Das ist ja wirklich hochtechnisiert und das ist ja so eine Art Abhörspezialistin, kommt mir zumindest vor, denn die hat ja ihre Wanzen überall platziert. Ich guck mal ganz kurz auf unsere Liste. Ein Herr Sommer, Dr. Sommer, ist ja auf unserer Liste. Ich denke mal eher nicht. Nö. Daten gelöscht, aber was wurde gelöscht? 5, 4, 3, 6, 4, 3, 7. Keine Ahnung. 4, 2, 6, 4, 3, 7. Ich glaube, das wiederholt sich hier permanent. 5, 4, 3, 7. Na, das war ja jetzt ziemlich nichtsaussagend. Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich hier permanent, aber was war das? Wurde da irgendwas aufgezählt? Ein Überwachungsbericht, Schichtprotokoll von Sommer, dem Leiter für sichere Kommunikation um 4.51 Uhr, Schicht auf Bitten der Geschäftsführung 9 Minuten zu früh begonnen,
also statt um 5, 6.43 Uhr, Signal verschlüsselt, amerikanische Radarüberwachung blockiert. 7.21 Uhr, Signal unverschlüsselt, ein chinesischer Amateurfunker, die ihre Reichweite überprüfen, ignoriert. 7.53 Uhr, Signal unverschlüsselt, nummerierte Wetterstation, möglicherweise eine Chiffre, ignoriert. 10.44 Uhr, Signal verschlüsselt, unbekannter Ursprung, vermutlich Militärübungen von Argentum. Ah, das ist ja dieser Geheimdienst oder so eine Art oder so eine Elitetruppe. Identifikation nicht möglich. 11.23 Uhr, Signal suchend, chinesische Niederfrequenztestsignale blockiert. Und um 12 Uhr Signal unbekannt, Ursprung Knoten und Falke, Inhalt unleserlicher Satz, verschlüsselte was auch immer. Also das hier ist wohl nicht unbedingt eine Arena, sondern möglicherweise so eine Überwachungsstation. Wer weiß, was hier im Untergrund alles für technologische Wunderwerke sind. Abgesehen von dem riesigen U-Boot, das wir gesehen haben, das hier ja auch irgendwo im Untergrund liegen muss. Vielleicht ist das ja einfach eine Überwachungsstation, genau gen Himmel gerichtet, um eben all die feindlichen Satelliten, Funksprüche und so weiter und so fort alles abzufangen und eben auch einzuordnen. Möglicherweise. Ist jetzt nur eine Theorie, könnte stimmen, muss nicht sein. So. Gehen wir mal nach draußen. Auf Anhieb. Super, ich glaube, so schnell waren wir noch nie. Geil. So. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall mal einen Speicherpunkt. Und ich glaube, den hole ich mir direkt mal da hinten. Da ist nämlich das nächste schöne Pilzchen, der nächste Fliegenpilz. Und da werden wir mal... Oh, guck mal, was da oben liegt. Hui, na gut, dass wir hier nochmal vorbeigekommen sind. Die wichtigen Ressourcen, von denen wir ja so wenig haben. Gut, dass wir hier nochmal waren. So, ich hoffe, die sehen mich nicht. Wir speichern mal ganz kurz, würde ich sagen. Dass zumindest mal dieser Fortschritt gesaved ist. Und dann gucken wir mal, denn unsere nächste Aufgabe lautet, die Show muss weitergehen. The show must go on. Finde heraus, wo Petrov ist. Und das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Weit kann er ja nicht gekommen sein, denn so viel Vorsprung hat er ja nicht. Aber es ist wohl ein bisschen ein Zwist gerade zwischen den beiden. Zwischen dem Dream Team Larissa und Petrov. Denn anscheinend hat er wohl doch nicht so mit offenen Karten gespielt. Und Larissa da wohl einiges nicht erzählt, was sie vielleicht doch gerne von Anfang an gerne gewusst hätte. Naja, mal gucken, wo das hinführt. Ich bin sehr gespannt. Töten konnte uns nicht. Und das wird vielleicht ein fataler Fehler gewesen sein. Aber mal gucken, welche Rolle wir in dem Ganzen hier einnehmen. Denn wie gesagt, einem Herrn Setchenov können wir definitiv auch nicht vertrauen. Und so wie es aussieht, sind wir auch nach außen hin quasi so der kleine Bruder von Herrn Setchenov, der die Drecksarbeit durchführt. Na, ich bin ja sehr gespannt, was da noch alles so ans Tageslicht kommen wird in diesem schönen Spiel. Und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde von Atomic Heart und dann gucken wir mal, wo Petrov so seine Spuren hinterlassen hat und wo wir ihn möglicherweise demnächst auch wieder finden werden. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss!